Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RadiMC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Runde. Und heute gibt es was ganz, ganz Besonderes. Und zwar ranken wir alle Power-Ups oder Items, wie auch immer man es nennen möchte, von allen Super Mario bzw. Nintendo Spielen. Das Ganze werden wir hier in einer Tierlist zusammentragen, die ich hier ein bisschen angepasst habe. Das ist eigentlich ein Template gewesen. Und zwar habe ich hier angepasst, absolute Auseinandernahme und was das. Es sind doch einige dabei, die ich noch nie gesehen hatte so richtig. Aber dazu gleich mehr. Ihr habt jetzt schon kurz gesehen, was es für Items waren. Es sind wirklich anscheinend laut Wiki alle Items, die es überhaupt gibt. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich habe richtig Bock, das Ganze jetzt mit euch zusammen auszufüllen. Ja, Leute, es ist eine unfassbare Anzahl an Items, die wir hier haben von Super Mario Spielen. Und ich würde sagen, starten direkt mal rein. Und zwar mit diesem schönen Item hier. Das ist aus Mario Galaxy. Das macht einen zu einer Biene, soweit ich weiß. Hier können wir auch nochmal unser Mario-Wissen unter Beweis stellen. Also wir können damit zur Biene werden. Ich pack den mal. Also fliegen ist schon nice, aber auch nur kurze Dauer auf C erstmal. Da das hier so viele Items sind, werde ich natürlich mich auch zusammenreißen und hier das alles ziemlich zu machen. Das ist aus Mario Bros, glaube ich. Einfach ein Pilz. Und der macht einen einfach nur größer. Deswegen eigentlich nichts Besonderes. Ich würde das mal auf D packen, weil es gibt schon viel krassere Items als das. Dann haben wir noch ein Super Mario Galaxy Item. Ich weiß gar nicht, ob das aus Mario Galaxy 1 oder Mario Galaxy 2 ist. Das war, glaube ich, entweder um mit einem Yoshi in die Lüfte zu schweben oder um irgendwie unter Wasser Luft zu haben. Aber ich glaube, bei dem ersteren liege ich schon richtig. Und wenn es das ist, war schon eigentlich ziemlich nice, weil du bist dann auf diesem Yoshi drauf. Du kannst easy hochschweben und dann andere Orte gelangen. Packen wir mal auf B, würde ich mal sagen. Weiter geht's mit dem blauen Panzer. Ich glaube, aus Mario Bros. DS war der, glaube ich. Da konnte man so in den Reihen gehen und dann wurde man zum Panzer selber, konnte man Blöcke zerstören, Gegner zerstören. Eigentlich schon overpowered. Ich weiß wohl nicht, wie lange man in dem Panzer drin sein konnte. Aber allein aufgrund dessen packe ich den auf A tatsächlich. Also es ist echt, oder komm, erstmal auf B. Weil ich weiß nicht, was noch auf uns zukommen wird hier. Hier sind wir beim Bumerang-Item von Super Mario 3D World und Bumerang-Item ist eigentlich echt overpowered und man kann easy Gegner damit killen. Packe ich auf B. Dann haben wir aus Mario Galaxy. Ich glaube, damit konnte man zum Buhu werden. Kann das sein? Dadurch wurde man unsichtbar für andere Buhus, beziehungsweise die anderen Buhus haben dich nicht angegriffen. Soweit ich weiß, aber sonst gab es keine weiteren Vorteile, außer dass du schwebst. Deswegen packe ich es mal auf 10. Okay, hier haben wir, glaube ich, den Superstern. Den stinknormalen Superstern. Da würde ich aber auf jeden Fall auf A packen, weil du bist einfach unverwundbar. Und du kannst einfach laufen und nichts passiert. Hier haben wir ein Super Mario Bros. Wonder Item. Da freue ich mich sehr drüber, dass das hier auch drin ist. Und zwar das mit den Blasen. Mit den Blasen, die man erzeugen kann. Auf denen man dann entsprechend auch hüpfen kann. Und Gegner sogar in eine Blase verwandeln kann. Und somit können die Gegner dir nichts mehr haben. Allein deswegen, glaube ich, kann ich es auch auf A packen. Weil das ist eigentlich ein sehr starkes Item. Hier haben wir ich glaube, das ist eine goldene Birne, ne, aus Mario Galaxy. Und damit konnte, glaube ich, ein Yoshi im Dunkeln sehen, glaube ich, ne. Aber abgesehen davon packe ich es mal auf C. Hier haben wir Kugel-Willi. Ist es der normale oder nee, das ist, glaube ich, aus Mario Maker? Oder gab es das Item aus Mario Maker? Hatet mich dafür, aber da muss ich leider passen, weil ich kann mir das gerade, weiß ich nicht, wie man sich das vorstellen kann. Ich glaube, entweder Mario Maker oder 3D World. Da könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Weiter geht's mit einer Shell. Ich glaube, die gab es in Mario World und ich glaube, in Mario Maker auch. Einfach eigentlich nur wie ein Koopa-Panzer, den man eigentlich nur so umher schleudern kann und andere Gegner damit töten kann oder Blöcke aktivieren kann oder sonst irgendwas. Packe ich einfach mal auf B. B ist schon gerecht. So, jetzt haben wir das nice Item und zwar das, was man sich auf den Kopf setzt in Mario 3D World. Und ja, in Mario Maker ist es logischerweise auch da, weil da ein 3D World-Style ist. Und zwar kann man mit Kanonenkugeln schießen und da somit alle Gegner wegräumen. Das kann man aufladen, kann man stärker machen, länger und eigentlich schon sehr nice. Deswegen packe ich das auf B. So, dann haben wir die Feder. Mit der Feder können wir natürlich in Mario World können wir fliegen, können wir dann so ein bisschen aufgeplustert werden. Ich glaube, das war doch Mario World. Damit konnte man an neue Bereiche kommen und schön fliegen. Aber abgesehen davon hat es eigentlich nichts, deswegen packe ich es mal auf C tatsächlich. Das ist irgendein Rettich. Genau. Aus, ich glaube, Mario Land, aber was die genau kann, weiß ich nicht. Oder stopp, Freunde, ich glaube, ich weiß es schon. Man zieht es nämlich aus dem Boden raus und wirft das einfach auf Gegner. Ich pack's mal auf C. Jetzt haben wir Wolkenblume aus Super Mario Galaxy. Boah, das ist echt ein heftiges Item. Kann man neue Plattformen mit erzeugen, aber abgesehen davon hat es eigentlich nicht viele Vorteile. Ne? Man kann sich auch nicht verteidigen oder so. Ja, unser typischer Frage
Leerzeichen-Block, wo alles Mögliche rauskommen kann. Wobei ich überlege gerade, Power-Up, ne? Ja, okay, da können halt alle möglichen Power-Ups rauskommen. Deswegen kann es eigentlich auch schon overpowered sein. Weiß nicht, macht es Sinn, das ganz nach oben hinzupacken, weil das wirklich alles droppen kann? Jetzt haben wir, glaube ich, einen Stern aus Mario 64, womit wir da so zum Metall-Mario werden können und unter Wasser laufen können, glaube ich. Praktisch für den Sinn und Zweck, den es hat, aber mehr, glaube ich, auch nicht. Chili aus Mario Galaxy. Damit konnte ein Yoshi oder so schneller laufen. Schon sehr, sehr praktisch. Aber abgesehen davon kann es eigentlich nichts, ne? Deswegen packe ich es mal schön in die Mitte. Die Doppelkirsche aus Mario 3D World. Oh mein Gott, das ist so ein heftiges Item. Du kannst dir so viele Vorteile dadurch machen, weil du einfach doppelt bist. Und weil es einfach so ein außergewöhnliches Item ist, packe ich es einfach mal auf B, sage ich mal. Was das ist, habe ich gar keinen Plan. Holy shit, da müsst ihr mich aufklären. Das hier übrigens auch nicht. Das hier übrigens auch nicht. Das sagt mir auch gar nichts. Holy shit, also habe ich da was verpasst oder muss man das kennen? Hier haben wir wieder Mario Galaxy Item und zwar den Bohrer. Damit können wir uns in andere Plattformen oder Böden oder sonst irgendwas reinbohren und somit dann neue Gebiete kommen. Eigentlich schon overpowered. Packe ich ein B. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum nicht ein C. Aber damit könnte man natürlich auch einen Gegner killen. Jetzt haben wir die Knochentrocken-Shell am Start. Ist es, glaube ich, auch. Sag mir jetzt nur was aus Mario Maker. Und zwar kann man dadurch über Lava gehen. Aber ja, abgesehen davon. Hat es irgendwie noch weitere Vorteile? Ich würde es sogar in D packen. Das Mario Wonder Item überhaupt. Und zwar Elefantenpilz oder das Elefanten-Item, wie auch immer man es nennen möchte. Du kannst mit einem Elefantenrüssel so viele Sachen machen. Du bist einfach overpowered, du bist strong. Deswegen würde ich es tatsächlich mal, ich würde es auf A packen. Es ist echt overpowered. Ja, hier haben wir, warum auch immer wir hier zwei Feuerblumen haben. Feuerblume an sich nice, also ist schon ein echter Klassiker unter den ganzen Mario-Spielen. Damit könnte man ja sogar auch Bowser killen, wenn man genügend Feuerbälle auf ihn ballert. Deswegen würde ich das nicht in C, sondern tatsächlich mal in B packen. Hier haben wir einen Frog. Mit dem Frog konnten wir doch, glaube ich, unter Wasser schneller schwimmen in... Keine Ahnung nochmal, wie das Spiel hieß. Also die Schnelligkeit, die man dadurch hat, ist echt nice. Packe ich in C. Was das ist, keine Ahnung. Hier haben wir die Katzenglocke aus Super Mario 3D World. Ey, ich merke einfach, wie krass Bock ich einfach habe, dieses Spiel nochmal zu spielen. Overpoweredes Item, wirklich. Du kannst an Wänden hochklettern, du kannst Gegner damit angreifen. Strongest Item und eins meiner Favorites auf jeden Fall. Packe ich ein A. Ja, ein goldener Block, wo eigentlich nur Münzen rauskommen. Deswegen eigentlich useless. Also Münzen, weiß ich nicht. So im Vergleich zum anderen. Oh mein Gott, also das Item. Okay, das Item ist heftig. Die Goldblume. Und dadurch kannst du Blöcke und Gegner alles in Münzen verwandeln. Ne? Eigentlich overpowered as hell. Kommt für mich nach oben. So, hier haben wir Goomba-Aufsätze-Ding, um uns vor anderen Goombas zu hüten. Außerhalb dieses Zwecks hat es halt nicht viel zu bieten. Packe ich einfach mal auf D. Goomba in einem Stiefel. Klar, du kannst einen Goomba killen, kannst einen Stiefel rein. Mario Maker hast natürlich noch andere Möglichkeiten, kannst noch andere Gegner reinplatzieren. Und du kannst halt hochspringen damit. Aber sonst, weiß ich nicht, eigentlich relativ useless. Grüner Panzer, wenn du den gezielt wirfst, hast du halt deinen Gegner abgeschlachtet oder hast sie getroffen. Aber sonst hat das nicht viel so am Start. Deswegen packe ich es einfach mal in C. Ja, hier, keine Ahnung, ich unterscheide das jetzt nicht. Ich packe alle grünen Panzer in eine Kategorie. Der rote Hammer, der war, glaube ich, aus Donkey Kong. Donkey Kong hieß das Spiel. Und damit konntest du halt irgendwie Fässer aus dem Weg räumen, ne? Eigentlich schon nice, aber du hast halt keine Bewegungsfreiheit so richtig, wenn du es ausführst. Deswegen packe ich es mal in C. Was das für ein kleines Männchen ist, weiß ich nicht. Müsste mich wirklich mal in die Kommentare aufklären. Eisblume ist auch ein sehr, sehr nices Item. Mag ich sehr, das Power-Up. Kannst andere in Eis verwandeln. Eigentlich abgesehen davon nichts, ne? Deswegen packe ich es echt auch einfach mal. Ich pack's in C, weil ich eine Sympathie dafür habe. Schlittschuh? Ja, damit kannst du andere Gegner auch killen aus Mario 3D World. Boah, ey, ich mag dieses Spiel so sehr. Und du kannst überall schlittern. Das sind schon mal zwei gute Vorteile. Und deswegen packe ich es einfach mal in B rein. Oh mein Gott, was ist das nochmal für ein Item? Ist das hier nicht eine Art goldene Katzenglocke oder sowas? Damit kannst du halt noch so runterstampfen und dann hast du halt eine Münzspur hinter dir, die du halt auch einsammelst und sonst alle Fähigkeiten, die eine Katze auch hat. Deswegen müsste es ja eigentlich als krasses Item kommen. Ich pack's in Special Meshel. Eine 3D Land, eine 3D World. Ich vermute, das war 3D World. Da hat man den weißen Tanuki, mit dem konnte man fliegen und noch mehr fliegen und halt den Schwanz vom Tanuki nutzen. Eigentlich schon sehr krass. Ich pack's erstmal in A, weil ich weiß gerade nicht, was es noch so konnte. Ah, du warst glaube ich damit auch unverwundbar. Kann das sein? Dann kommst du auf jeden Fall noch hier. Wenn das dieselbe Funktion hat, packe ich es auch nach ganz oben, also absolute Auseinandernahme. Was ist das für ein Regenbogenpilz? Also da müsst ihr mich wirklich mal aufklären, in welchem Mario-Spiel der vorgekommen ist. Ich könnte vielleicht Mario Maker oder sowas sein. Irgendwas im Hinterstübchen klingelt da was, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, die Wolke vom Lucky Two. Außer, dass du fliegen kannst und das nach einer Zeit verpufft, was natürlich auch schlecht ist. Eigentlich echt unvorteilhaft. Ah, D ist vielleicht ein bisschen zu streng, kommt C. Licht
aus Mario 3D World. Hast halt Licht, ne? Was soll man dazu sagen? Ja, das war doch, glaube ich, das nice Item. Ah, nee, das ist, glaube ich, die goldene Katzenglocke. Da, wo du die Münzen erzeugen kannst. Eigentlich schon echt nice. Kommt in A. Was war denn das andere dann? Kann ich das gerade nicht zuordnen? Ich bin gerade irgendwie ziemlich verwirrt. Hier haben wir eine Luigi Cap und eine Mario Cap. Was das genau bedeutet oder machen kann, weiß ich nicht. Klärt mich wirklich mal auf, Leute, in den Kommentaren. Boah, hier. Big Mushroom, Alter. Dadurch zerstampft so alles. Eigentlich overpowered. Du kannst nicht angegriffen werden. Du kannst alles. Es ist overpowered. Das ist overpowered. Was ist das für ein Gekrakel? Ich verstehe es nicht. Leute, klärt mich gern darüber auf, wenn ihr wisst, was das hier alles ist. Mini-Pilz ist auch eine sehr, sehr nice Sache. Du kannst über Wasser laufen, an Wänden laufen. Boah, stimmt. Das ist echt ziemlich krass. Du kannst schweben. Also die Funktionen, die man damit hat, sind krass. Außer du hast einen großen Nachteil. Du kannst direkt sterben. Das ist halt ein großer Nachteil. Aber abgesehen davon ist es für mich tatsächlich ein A-Tier. Okay, packen wir es ein B. Packen wir es ein B-Tier. So. Hä? Okay, hier ein Fragezeichen-Pilz von einem Amiibo. Ne? Da hast du natürlich ein Amiibo-Kostüm. Aber die Kostüme bringen dir eigentlich gar nichts, ne? In Mario Maker. Boah, die P-Eichel aus Mario Bros. Oder Mario Bros. U. Die ist heftig, Alter. Die P-Eichel, mit der kannst du halt unendlich als Feisthörnchen fliegen. Packe ich aber mal ein A. Komm, okay. Das ist eigentlich eine absolute Übernahme. Man kann damit halt nicht angreifen. Das ist halt so das Ding, was für mich noch ausschlaggebend wäre, um es nach da zu packen. Deswegen packen wir es auch in A. Wenn das hier dasselbe ist, damit kann man, glaube ich, fliegen, ne? Komm, packe ich einfach mal alles in A. Mario klonen. Gehört das hier zu der Doppelkür? Oder so, Doppelkirschfunktion. Tue ich einfach mal noch hier. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Oh, Pinguin-Item. Geiles Item, Mann, aus Mario Bros. Wii. Kannst Eisbälle damit schießen. Kannst über Eis schlittern. Kannst damit auch Gegner weghauen. Also eigentlich echt sehr, sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr, sehr gutes Item. Gehört aber für mich in B. Damit kannst du, glaube ich, einfach nur fliegen. Ne, deswegen eine Funktion. Die Blume kenne ich nicht. Soll das eine Feuerblume sein? Klärt mich mal auf in den Kommentaren. Propeller-Hut. Okay, wir haben hier den Propeller-Hut. Mario 3D Land, Mario 3D World, da muss ich direkt dran denken. Kannst du halt nutzen, dann fliegst du runter und dann wieder nutzen. Aber sonst so permanent kannst du es ja auch nicht nutzen, ne? Deswegen C. Boah, Propeller-Pilz ist geil. Damit kannst du nämlich auch attackieren, eine Wirbelattacke nach unten machen. Gehört für mich zu Art hier. Das ist einer auch meiner Favorite-Items. Pow-Block? Ja, kann schon overpowered sein, aber so viel Vorteil bringst du dir nicht. Ich pack's mal in C. Roter Insignie oder Stern. Weiß ich gerade nicht, was der bewirkt. Oh, das Mario Galaxy Felsen-Item. Ja, damit kannst du halt, gewisse Gegenstände oder Sachen umrollen, auch Gegner umrollen. Eigentlich schon sehr, sehr stark. Hast wohl da nicht so eine krasse Kontrolle darüber, wenn du mit dem Fels-Item unterwegs bist. So, hier haben wir eine Art Stachelpanzer oder irgendwie sowas. Kannst du, glaube ich, in Mario Maker nutzen, um dich auch vor Gefahren, Gegnern und sonstigen zu schützen und auch um Blöcke freizuräumen. Eigentlich schon sehr, sehr stark. Pack ich mal ein B. Hier haben wir, was waren das nochmal? Du kannst damit Mann, ich hab's vergessen. Da müsst du mich wirklich mal aufklären. Was konntest du nochmal damit machen? Das war aber nicht die Sprungfeder, oder? Hier haben wir Stein-Tanuki-Item. Boah, nice. Da kannst du halt starr werden und somit auch unverwundbar für diesen Moment sein. Und Tanuki an sich ist auch ein sehr starkes Item. Auch, dass du fliegen kannst, mit dem Schwanz angreifen kannst. Also es ist für mich auf jeden Fall ein A-Tier-Item. Heißtürnchen. Auch sehr, sehr nice. Eigentlich kannst du damit aber nur gleiten. Das landet für mich jetzt im B. Was das Item genau macht im Mario Land, weiß ich nicht. Das könnte eine Feuerblume sein. Komm, sagen wir, es ist eine Feuerblume. Dann packe ich es mal zu den anderen Feuerblumen. Flex. Hier haben wir warum haben wir schon wieder die Katzenglocke? Oder hatten wir die noch nicht? Oder war das hier nicht als Katzenglocke so richtig gemeint? Oder ist es dieses Riesenkatzen-Ding, wo du zur Riesenkatze wirst? Ja, dann ist es natürlich eine absolute Übernahme, ne? Dann packen wir das aber hier in A. So, dann habe ich mich vertan vorhin. Tut mir leid. Peachette. Damit kannst du ja ein bisschen schweben und dann hochgehen. Aber an sich mehr Funktion hat das nicht. Ich pack's mal in C. Hammer. Kannst du, glaube ich, welches Spiel war das nochmal? Ich muss da irgendwie an Captain Toads Treasure Tracker denken. Wobei hier, das ist diese Hacke daraus, wo du halt so alles kaputt hacken konntest. Packen wir mal diese Hacke in B, sag ich mal. Und dieser Hammer, komm, packen wir einfach mal daneben. Hier haben wir, ja, alles Tanuki, oder? Ich würde es gerne auch in A packen. Kann man auch in B packen, man kann sich darüber streiten. Was diese Hüte genau machen, weiß ich nicht. Könnte Mario 64 sein, ne? Das, guck mal, die können alle weg. Ja, mit dem kannst du halt fliegen, ne? Das ist halt eigentlich schon nice. Oh mein Gott, was das hier ist, weiß ich nicht. Leute, klärt mich auf, was sind das für Dinger? Mit dem bist du, glaube ich, ganz schlank, so wie so ein Waluigi und kannst ziemlich hoch springen. Das eigentlich hat schon seine Vorteile, ne? So ein Mario Maker Item. Aber ja, C. Für mehr reicht das, glaube ich, nicht. Was diese Feder hier genau macht, aus welchem Spiel, weiß ich nicht. Diese Feder auch. Diese Flügel würde ich eigentlich auch mal gerne wissen, aus welchem Spiel die sind. Hier haben wir die Wunderblume. Oh mein Gott, die ist overpowered, ne? Was da für Sachen passieren können. Das muss tatsächlich, oh mein Gott, ich muss es ein bisschen kleiner machen. Das muss tatsächlich in komplette Übernahme. Und Yoshi
wäre für mich dann, also Items mitschlucken, kannst du auf Gegner hüpfen, hast halt schon viele Vorteile. Packe ich einfach mal ein B, weil Yoshi ist ein Süßer. So Leute, meine Tierlist ist ready, so sieht sie aus. Was haltet ihr von meiner Tierlist, Leute? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was würdet ihr ändern? Was von den Sachen kanntet ihr, was ich zum Beispiel nicht kannte? Schreibt es alle gerne in die Kommentare. Like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und teilt das Video auch gerne mit euren Freunden. In dem Sinne, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen. Danke an die Member und klick auf dieses Baba-Video hier. Du wirst es nicht bereuen.